Mann, die Leute planen den nächsten Zug mit dem Team. Herr Wankman, wenn die damit anfangen, Manhattan zu evakuieren, werde ich am Montag nicht herkommen. Eine Evakuierung der Stadt wegen einer Katastrophe zählt nicht als freier Tag. Ich weiß das, ich hab's nachgeschlagen. Okay, Jenny, da ist der Kopf, den wir gescannt haben. Cool. Da ist der Kopf. Was bedeutet dieses Symbol? Ich wollte nur mal gucken. Leute. Perfekt. Das ist keine Konstellation. Das ist ein Mandala. Ein Mandala. Wieso habe ich das noch nie gesehen? Nehmen wir mal an, einer von uns kennt das Wort Mandala nicht. Ein Mandala ist ein spirituelles Labyrinth. Und dieses hier sieht wie ein Spiralsystem aus, das jeden folgenden Knoten auf der Strecke berührt, bis es den Gipfelpunkt erreicht. Bevor Shandor starb, muss er einen Mechanismus ähnlich der Antenne in Danas Gebäude platziert haben. Ich glaube, du hast geholfen, das etwas klarer zu machen. Das war das Dings da, das der Vernichterform Energie zuführen sollte? Das stimmt, Peter! Ach, Dr. Wankman. Tja, irgendwann musste es ja mal klappen. Okay, ich spekuliere nur, aber es ist möglich, dass Geister im System gefangen sind, von Knoten zu Knoten geleitet werden und dabei bis zum Ende immer stärker werden und dann dort? Seht mal, das erste Portal, die Bibliothek, das zweite, das Museum und das dritte, das Sedgwick. Und das heißt, das vierte Portal muss genau hier sein. In der Mitte des Hudson River? Tja, also dem Mandala nach, ja. Vielleicht braucht es ein paar Anpassungen. Ich weiß nicht recht. Viele Leichen im Fluss werden Geister. Aber was hat das mit mir zu tun? Was hab ich getan? Sie waren im Museum und im Sedgwick. Vielleicht sind Sie eine Art Katalysator und lösen versehentlich Dinge aus. Sie sagen, das sei meine Schuld? Sie sind unschuldig. Egan wollte nur sagen, dass Sie irgendwie mit diesem Ding verbunden sind und wir kehren zum Sedgwick zurück, um herauszufinden, wie. Stimmt doch, du Genie. Das stimmt, Peter. Elissa, erinnern Sie sich, wo Sie hin wollten, als Sie im Sedgwick waren? Ich stand vor einem Zimmer. 1221. Etwas wollte mich zwingen, hineinzugehen, aber ich wachte auf, bevor die Tür aufging. Ich rannte so schnell weg, wie ich konnte. Und dann versuchte mich ein Idiot im Aufzug anzumachen. Okay, Sie bleiben hier, wo es sicher ist und wo Sie keine weiteren dimensionsübergreifenden Schockwellen auslösen. Lesen Sie über Mandalas nach. Die Jungs gehen in Sedgwick. Die Jungs? Die Jungs? Und was ist mit dir, Superstar? Ihr werdet mich bei Pecks Büro absetzen. Irgendwas sagt mir, dass er nicht ist, was er vorgibt. Das Gute Idee. Komm zu uns ins Hotel, wenn du fertig bist. Das glaube ich aber auch. Peck. Templeton Peck. Walter Peck, wie auch immer. Meisterjäger? Geh zum Ecto 1, wenn du bereit bist. Ich will nur mal Jenny hören. Und den Kopf will ich mir endlich angucken. Oh, Sie haben ja keine Ahnung. Seit die Schockwelle gewütet hat, jagen die ständig durch die Gegend. Ja. Woher soll ich das wissen? Na, den habe ich doch gefunden, ne? Das Ganze am Laufen, Kollege, ich habe dich gefunden. Natürlich kann ich fragen, was los ist, aber was ist, wenn die mir das wirklich sagen? Sie will ja, das nicht ich würde wissen. Sagen, es ist ziemlich groß. Sieh tief in dich hinein und frage dich, ob dies ein echter Sieg war. Urlaub an Thanksgiving dürfte gestrichen sein, bis sich die Dinge beruhigen. Ja, ich weiß, aber wir müssen es auf die Geisterjägerart machen. Fragen Sie nicht. Okay. Jenny? Auf Wiedersehen. Hey, Wankman? Baby? Okay. Ja. Winston? Haben wir jetzt schon einen Spind? Da ist die eine Rutsche. Oh, geil. Da sind wir schon runtergerutscht, ey. Ne, wir kriegen natürlich keinen Spind. Wir sind ja bloß der Azubi, ne? Stans, Sedamore, Spengler und Wankman. Ey, Jungs! Ich will meinen Spind! Mein Popschutz hat das hoffentlich klar gemacht. Danny, Telefon. So, wir gehen, wir steigen mal. Wir interagieren mal, Freunde. Wir müssen, glaube ich, ins Hotel zurück, oder? Ach, wäre dieser Ort noch Töter, bräuchten wir einen Bestatter. Egan war ein lizenzierter Bestatter. Im Ernst? Im Ernst? Ist jetzt nur noch ein Hobby. Ein Hobby. Stell dir mal vor, du bist als Hobby. Bis auf weiteres von der Paranormal Contracts Oversight Commission geschlossen. Peacock! Der Zugang zu diesem Gebäude ist streng verboten und wird mit Geld und Haftstrafen geahndet.
Was jetzt? Der Hinweis ist nur für die Öffentlichkeit. Für uns gilt er nicht. Wir handeln im Auftrag der Stadt. Besonders für die Geisterjäger. Richtig. Werft sie an. Wir schmelzen uns einen Weg rein. Wartet. Ich habe eine bessere Idee. Nicht schlecht. Praktisch. Who you gonna call? Ghostbusters. Jetzt müssen wir im Setschick, da waren wir ja schon mal. Dann haben wir ja diesen Fischer da gejagt und das war alles, ach, das war so schüchterlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist enttäuschend. Ja? Nein. Enttäuschend ist, wenn die Jets in den letzten 2 Minuten verlieren. Wenn aber mordgierige Phantomghule uns nicht vollschleimen, das lässt mich nicht wirklich heulen. Warum ist hier geschlossen? Ihr Jungs habt das doch letztes Mal gar nicht so schlimm verwüstet. Wenn das ein Mandala-Knoten ist, sind ein paar verbrannte Wände und eingestürzte Decken das geringste Problem. Und zertrümmerte Möbel, kaputte Leuchter, beschädigte Gemälde, zerbrochene Vasen, ein paar kleinere Gebäudeschäden. Danke, Egan. Was ich sagen wollte, hier geht es um mehr als nur ein paar kleinere kosmetische Probleme. Definitiv ein Mandala-Knoten. Wir müssen Shandors Mandala schnell deaktivieren, sonst ist der größte Teil von Manhattan bald so leer wie hier. Und für die kommenden Jahrhunderte wird es eine Bastion absoluten Horrors. Hey, niemals bezahle ich 2 Riesen im Monat für 200 Quadratmeter, um in einer Bastion zu leben. An die Arbeit. Finde den Mandala-Knoten des Hotels. Hey, Ray. Da steht Ecto. Gut, wir gehen in PKE-Mod. Modus von die PKE und gucken mal. Die haben ja letztes Mal noch ein Artefakt übersehen. Das will ich mir jetzt, wenn es irgendwie geht, mir so ganz gerne noch holen. Irgendwo rein. Hallo. 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 Guten Tag, wir sind die Kammerjäger. Hallo. Ein Hinterhalt! Los, hochpowern! Warte, Hinterhalt. Warte. Ich glaube nicht, dass sie eine Gefahr sind. Das könnten Restspuke sein. Ich glaube, Ray hat recht. Sie sind noch nicht ganz in diese Dimension übergetreten. Es sind nur psychokinetische Echos. Geister von Geistern. Vollständig harmlos. Toll. Ich wollte schon immer mal einen freundlichen Geist treffen. Aber jetzt sind mir harmlose auch recht. Ich verzeichne hier eine hohe Valenzspitze weiter oben im Gebäude. Elissa sagte, sie wurde in die 12. Etage gerufen. Fangen wir da an. Geister von Geistern? Guck mal, das sind Geister von... Wie kann man denn Geister von Geistern sein? Das war sehr spannend. Ich will ein PKI, ich will... Na los, Kumpel! Ja, hier ist ein Artefakt vorne. Ich will erstmal ein Artefakt vorher, gehe ich hier nicht weg. Oh. Guck, was war das, eine Hippie-Hose? Okay, pass mal auf. Und jetzt, ne, ich habe gelernt, man muss mal schön sauber machen, ne? Hier lang. Ja. Diese Geister von Geistern ist ja eine seltsame Sache. So, wir machen mal wieder den normalen. Das ist wahrscheinlich der beste. Ne? Ich finde den grünen und den roten finde ich am besten. Ja. Ihr seid ja hallo. Ist das ein Generator? Hier lang. Okay. Ja, ich komme ja schon. Ich musste mein Artefakt... Guten Tag, Freunde. Wie sind es? Ich musste mein Artefakt holen. Mensch, ich musste mein Artefakt... Nichts. Wir haben den Strom gekappt, als hier dicht gemacht wurde. Können wir die Treppe nehmen? Tja, wir können das zu Fuß versuchen, aber als wir das letzte Mal hier waren, hat ein Animator der Klasse 3 den unteren Teil des Treppenhauses zerlegt. Ja, das stimmt. Ich vergaß, dass du das letzte Mal nicht hier warst, Winston. Also keine Treppe, keine Aufzüge. Hast du etwas gehört? Hier drüben! Los! Also ich habe auf jeden Fall was gehört. Ich glaube, es ist ein verankerter Hinterhältler der Klasse 5. Ja. Vorsicht! Das Ding ist ins Treppenhaus! Wir haben es in der Falle! Hilfe! Genauso locken verankerte Hinterhältler der Klasse 5. Hilfe! Schwarzer Bildschirm? Der Manager? Was machen Sie denn hier? Der Geister. Monster. Überall. Da war noch eine Stimme. Eine Frau hat geschrien. Sind Sie allein hier drin? Also, ich sagte gerade, überall Geister und Monster. Hört sich das an, als wäre ich allein? Ja, fast. Er meinte Menschen. Dann ja. Glaube ich. Tja, ich schätze, das erklärt es. Sir, kein Grund, sich zu fürchten. Es sind nur Schatten, Echos von Geistern. Sie können ihnen nichts antun.
Kommen Sie mit, Sir. Wir können Sie in Sicherheit bringen. Alter, du schreist ja wie ein Hühnchen. Naja, ich habe auch schon schlimm geschrieben, dieses Spiel. Das muss ich ja gestehen. Ne? Also ich habe auch ja schon die ein oder andere Schiss gehabt. Jemand Bekanntes? Ich weiß nicht. Das alte Personal kennt die Story von der Spinnenhexe. Eine professionelle Witwe, die in den 1920ern unvorstellbare Dinge in einem Zimmer auf der 12. tat. Auf der 12. Was machen Sie denn noch hier? Warum wurden Sie nicht mit den anderen evakuiert? Ich kam gestern zurück, um ein paar Akten zu holen, aber das Hotel lässt mich nicht raus. Die Türen waren einfach zu und die Telefone sind auch tot. Das heißt, wir sitzen jetzt auch fest und müssen hoffen, dass Peter herausfindet, dass wir vermisst werden. Tschüss, Wochenende. Nicht unbedingt. Die 12. Etage ist anscheinend das Herz dieses Knotens. Wenn wir den Strom wieder einschalten, können wir mit dem Aufzug wenn hinfahren. Wenn uns die Aufzüge nicht fressen. Ja, wenn uns die Aufzüge nicht fressen. Wo sind die Sicherungen für dieses Gebäude? Wir haben nicht viel Zeit. Sicherungen? In meinem Büro. Aber die Stadtwerke haben den Strom nach dem Elektrobrand in der 3. Etage fast ganz abgeschaltet. Von hier aus ist er nicht einzuschalten. Das ist lästig. Wir müssen die Aufzüge irgendwie wieder in Bewegung setzen. Im Geräteraum bei der Küche ist ein Notstromgenerator. Er ist für Stromausfälle. Perfekt. Versuchen wir es. Such den Notstromgenerator. Okay. Wir folgen mal dem Mann, der kennt sich aus. Vorsicht! Wo kommt ihr denn plötzlich her? Mach einen vollständigen Scan. Ja, scannen. Ich soll immer den ganzen Scheiß hier scannen. Es ist nichts mehr da. Mehrere Kontakte. Moment mal. Rechts. Ach, ja, rechts, ey. Ich riskiere mein Leben. Na gut, den habe ich aber ziemlich geil in die Walachei geballert. So, hier ist alles okay. Links von dir! Ja, links ist da. Rechts mal. Scheiße hier, das ist doch unglaublich. Hey, pass auf! Au! Au! Oh, das war ein großes Au! Noch einer. Ich schätze, ein paar von denen explodieren in dieser Ebene. Und es scheint nicht so, als ob sie glücklich darüber wären. So, ja, ist das schon glücklich drüber. Jetzt suchen wir den Notstromgenerator. Ja. Die Küche! Ist das Ding da durch? Ja, einfach den Flur hinunter. Einfach den Flur herunter. Genau, da waren wir ja schon, glaube ich, mit Peter waren wir da schon mal, ne? Ist, das sieht doch aus wie ein Generator. Hier kann ich dich irgendwie... Ne, kann ich nicht. So. Mhm. Alter. Bist du sicher, dass du ein Kerl bist? Alter, pass mal auf. Jetzt sieht er aus wie George W. Bush, ne? Schreit genauso. Komm ich irgendwie rein? Interagieren. Wir interagieren. Ey, alle drängen sich hier vor. Also es ist hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Alles klar. Verteilen. Der Geräteraum sollte hier irgendwo sein. In einer dunklen, unheimlichen Ecke. Moment. Artefakt. Aber seid vorsichtig. Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Artefakt. Hier gibt es ein Artefakt, Freunde. Ich brauche das Artefakt. Wo ist das? Ich will sofort mein Artefakt. Da komme ich anscheinend momentan nicht dran. Also. Ich will mein Artefakt. Die sind das Ziel, nicht ich. Ja, Schnauze. Ja, Artefakt. Artefakt. Diese Mikrowelle, okay. Cool. Super. Wir haben unser Artefakt. Mal ganz kurz gucken, kann ich jetzt schon wieder was kaufen? Artefakte.
seid schon alles für Geister haben, ne? Unglaublich. Ich scrolle mal ganz kurz durch. Boah, du bist Geisterbibliothekarin. Ah. Dabei sah sie so nett aus, die gute Dame, der Marshmallowmann. Herr Fischer, aha. Krasse Scheiße, Bruder. Slimer. Na gut. Okay, können wir uns noch irgendwas kaufen? Wir haben 40.000. Freunde, wir haben 40.000. Boah, ich glaube, da können wir alles kaufen. Besitz. Kaufen wir. Ah, ja. Wer lesen möchte, bitte lesen. Ich mache danach Pause. Beziehungsweise du machst danach Pause. Gut. Ja, gekauft. Das ist... Können wir auch kaufen. Können wir kurz lesen und Pause machen, wenn du... Okay. So. Kaufen wir auch. Ah, du wieder lesen und wieder Pause machen. Ah, ja. Überladung. Oh, jetzt sind wir fast schon pleite. Na gut, die können wir uns eh nicht mehr kaufen. Was ist das? Überladungsimpuls? Im Besitz? Ja, wir gehen der Reihe nach. Okay. Gut, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Wir haben gerade 40.000 auf dem Kopf gehauen. Ey. Unglaublich. Ist natürlich eigentlich eine Frechheit, dass wir für unsere Ausrüstung bezahlen müssen. Also dann müssen wir mal bei der nächsten Arbeitgeberversammlung doch mal drüber sprechen. Was haben wir hier? Ach, da liegt der George W. Okay, lassen wir liegen. So, Freunde, wir müssen jetzt mal ganz kurz hier scannen. Well, I think there's a lot of slime, baby. Oh, die würde ich gar nicht. Wir müssen hier wegslimen. Wegslimen. Slime. Hier lang, schnell! Wie schnell? Wo lang? Herr Freund, ihr sagt immer hier lang und dann lasst ihr mich vorlaufen. Hier ist ja alles kaputt. Waren das Wenkman und du, als ihr Slimer verfolgt habt? Nee. Nein, das hier ist viel schlimmer. Ja. Das ist das Werk von etwas Großem. Großem? Wenn du groß sagst, meinst du groß? Groß. Mindestens. Vielleicht sogar noch größer. Größer. Hört sich ziemlich groß an. Ja. Dem Manager nach muss hier irgendwo ein Generatorraum sein. Such nach einer Tür. Jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Putzkolonne, Kollege. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Lalalala. Sieh dich nach einem Hinweis um. Oh, Entschuldigung, ich hab den Staubsauger, das wollte ich gar nicht, das ist... Staubsauger wollte ich gar nicht voll schleimen. Sag mal, seid ihr da was am Schweben, Freunde? Ich meine, ich bin ja einiges gewohnt, seitdem ich das spiele, ne? Aber das ist ja... Guck mal, die sammeln sich hier wieder an. Ja, da dreht er sich schön, der auch. Cool. Da hat er was. Wir brauchen den Generator. Ist er das? Janitor's Room. Okay, wir gehen zum Janitor's. Okay. Wir interagieren mit dem Janitor. Das ist Interagieren. Wir erstmal Wasser trinken. Wasser trinken ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Und jetzt, wir sind gestärkt, liebe Leute. Ah, und gerne in der nächsten Folge. Die sind scheußlich aus dem Gang entlang. Das ist so. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne und vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt euer. Müssen wir da wirklich runter?